Ja, Kochblockradio heute bei der Taste Akademie in Nürnberg. Eine geile Veranstaltung war das und ich bin pappsatt. Und neben mir ist jetzt ein Promi. Promi würde ich nicht sagen. Lucky. Aber kein Promi. Ein Koch-Promi. Für mich ein Koch-Idol, okay. Ja. Finde ich klasse. Der Lucky übrigens hat heute Abend gekocht. Wie viele Gänge waren das so? Sechs Gänge. Gänge. Und Lucky, mich würde jetzt einfach mal, weil Bauch ist voll, ja, interessieren. Ich lasse dich jetzt mal sprechen. Ach, schau mal, da war eine Bloggerin, eine Verrückte. Wie lecker muss es sein? Ich lasse dich jetzt mal sprechen, lieber Lucky. Was bewegt dich zurzeit? Ja, weil du bist ja doch hier ein Inspirationsgeber. Ja, der Christian Mittermeier hat das vorhin gesagt. In der Taste Akademie von AEG wird geforscht. Ja, überlegt euch über neue Dinge, neue Strömungen. Ich fand das heute auch wieder spannend. Was bewegt dich zurzeit? Momentan unser eigentliches Thema, das wir jetzt verfolgen, ist Kill the Enemy, also töte den Feind. Wir verarbeiten ganz viel Lebensmittel oder versuchen Lebensmittel wieder zu verarbeiten, die sowieso da sind. Also das greift auch diesen Food-Trend auf, no waste, oder also einfach nichts kaputt zu machen. Was nicht zwangsweise bedeutet, dass man jetzt unbedingt im Mülleimer rumkruschelt und schaut, was man noch verarbeiten könnte, sondern ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir verarbeiten zum Beispiel Biber. Also wir verarbeiten Dachs, einfach Tiere, die man so normalerweise nicht kennt, weil sie halt jetzt kein Reh oder keine schöne Wildente sind, sondern verarbeiten eben auch solche Dinge, die aber aus einer extrem, das Wort ist ausgelutscht, ich weiß, aber aus einer extrem nachhaltigen Situation kommen, eben einfach, weil sie wild sind. Und ja, deshalb auch Kill the Enemy, weil wir halt auch so normale Feinde verarbeiten, wie zum Beispiel den Signalkrebs aus USA, der den Edelkrebs, den Deutschen, ein bisschen verdrängt hat, und dem zeigen wir es jetzt. Und ja, so könnte ein man schönes es sagen. Motto, also der ja. Christian hat ja vorhin gesagt, der Christian Mittermeier, und alles ist etwas wert, ja? Ja, also richtig. Man geht jetzt so ein bisschen weg, auch bei euch in der Spitzengastronomie, von der Idee, man muss immer ganz teure Zutaten kaufen, ja, und das präsentieren. Ja. Kann auch mal was in Anführungszeichen günstiges sein, was man da verarbeitet, oder? Naja, ich meine, wir müssen ja auch alle ein bisschen Geld verdienen und von daher ist es ja nicht schlimm, wenn man was Günstiges verarbeitet. Es ist so, ich glaube, Zeiten, wo man alles nur mit Trüffel, Gänseleber, Hummer, Champagner, Austern, Kaviar war, ist gerade nicht so angesagt. Oder es ist, hat natürlich seine Berechtigung, Gott sei Dank ist es so. Aber es macht halt auch Spaß, sage ich jetzt mal, mit einem regionalen Fisch zu arbeiten, der aber extrem hochwertig in der Qualität ist, weil er durch die Ikishime-Methode geschlachtet wurde, so wie der Thorsten Pistol das macht. Den hat man ja heute da, gell? Der ist leider schon wieder nach Hamburg entschwunden. Ja. Aber der Fisch ist da geblieben und da sind wir auch bei diesem Thema, was es heute zu essen gab, das war so lecker. Da war ja der Fisch vom Thorsten auch ein Hauptthema, ne? Bevor genau. Wir dann zum Fleisch übergehen. Genau, also wir haben heute im Endeffekt haben wir ein japanisches Gericht gekocht mit bayerischen Zutaten und haben dann halt den Ikishime Saibling vom Thorsten verarbeitet, haben das Ganze mit einer Suppe aufgegossen aus Räucheraalabschnitten oder Karkassen und der Haut. Ja, und das sind also diese Dinge, die uns momentan ein bisschen bewegen, einfach zu sagen, liegt die Genialität nicht einfach in der Einfachheit und muss es unbedingt ein Thunfisch aus Japan sein oder kann es nicht ein Zander aus Osnabrück sein? Was ich heute witzig fand, frage ich jetzt einfach nochmal hier vor all unseren Hörern und Zuschauern, muss es denn eine Jakobsmuschel auf Blutwurst sein? Muss es eine Jakobsmuschel auf Flugwurst sein? Nein, also wir ist natürlich eine hervorragende Kombi, aber ich sage immer, bei dem Gericht geht es ja nicht so ums Kochen, weil die Blutwurst hat der Metzger gemacht und die Jakobsmuschel ist die Jakobsmuschel. Ist einfach nur geil gewachsen, in der geilen Qualität. Ich sag mal so, aber diese Kombination, dass man mit typischen Wurstaromatiken arbeitet, haben wir ja auch. Ich meine, wir haben ja auch einen Gang, wo man Segreto vom Iberico-Schwein mit einem Soprasada-Sud zusammen mit Persebes und Bouchon-Muscheln servieren. Und ich glaube, man kann sich in der ganzen Metzger-Würze oder in diesen klassischen Kombinationen noch einiges abschauen. Du bist ja eigentlich, kann man sagen, so ein Tausendsasser. Gibt es eigentlich einen Lucky Maurer, der auch mal gar nichts macht? Ja, also was heißt das? Also Däumchen dreht? Nö, also ich habe keine Zeit zum Däumchen drehen. Nee, aber alles, was ich mache, mache ich natürlich gerne mit Herzblut. Und ob das jetzt Musik ist oder ob das Motorradfahren ist oder ob das Kochen ist oder eben meine Landwirtschaft. Und warum soll ich mich dahin auch ein Däumchen drehen, wenn ich so viele geile Spots habe, an denen ich wirken kann? Ja, und er ist einfach ein geiler Typ. Und deshalb mal die Frage, da wollte ich so eine Überleitung schaffen, ja. Quasi Moderation. Ne? Ja. Was sind denn die geheimen Zukunftsprojekte, die ganz geheimen vom Lucky? Also wir arbeiten gerade an einem neuen Konzept, über das wir noch überhaupt gar nichts erzählen. Was ist denn das für ein Konzept, Herr Semmer? über das wir noch überhaupt gar nichts erzählen. Wie heißt das Konzept nochmal? Sagen wir nicht. Und dann steht natürlich ein neues Buch an. Das Thema verraten wir aber auch noch nicht. Aber Geheimniskrämer. Wir fangen definitiv im September mit den Shootings an für ein neues Buch.
Und das wird grandios und ansonsten arbeiten wir gerade an neuen Veranstaltungen. Wir haben im Steu in unserem Restaurant, es ist leider 2018 total ausgebucht, arbeiten wir an einem neuen Konzept und haben neue Köche gebucht. Also Frank Buchholz wird jetzt dann als Gastkoch bei uns sein, Roland Rettel wieder, Heiko Antoniewicz wieder. Wir haben tolle Weinveranstaltungen mit tollen Sommeliers. Justin Leone, also aus dem ehemals Tantris und Alinea, wird im Oktober zu uns kommen. Und ein gemeinsames Menü werden wir noch machen, das wird heißen Napa Varia, also eine Mischung aus Napa Valley und Bavaria. Also es steht einiges an, es wird spannend. Also ich finde das spannend und der Abend mit dir war mal wieder wirklich was ganz Besonderes. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Und bleib so wie du bist. Und das war Tim Faber. Tim Faber mit dem lieben Lucky Maurer für Kochblock Radio. Kochblock Radio. Ich danke dir. Danke dir.